Die erste Art von syntaktischen Bestandteilen eines Java-Quelltextes sind die Schlüsselwörter. Dies hier sind die wichtigsten, die, die auch in den verschiedenen Videos immer wieder auftauchen. Die zweite Art von syntaktischen Bestandteilen sind Bezeichner, Englisch Identifier. Das sind Namen, die wir selbst wählen können und auch selbst wählen müssen. Etwa die Namen von Variablen bzw. Konstanten und auch die Namen von Attributen von Klassen. Jede Methode hat einen Namen und auch jeder Parameter einer Methode hat einen Namen, das sind ebenfalls alles Bezeichner. Und natürlich hat auch jede Klasse bzw. jedes Interface einen Bezeichner als Namen, ebenso Packages. Was darf man nun bei Bezeichnern und was darf man nicht? Dazu gibt es feste Regeln. Wenn man gegen die verstößt, gibt der Java-Compiler eine Fehlermeldung. Daneben gibt es auch Konventionen, also zusätzliche Regeln, gegen die man verstoßen kann, um der besseren Lesbarkeit willen aber nicht verstoßen sollte. Wir betrachten hier nur Bezeichner, die auch den Konventionen entsprechen. Nach den festen Java-Regeln darf ein Bezeichner neben Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern noch Unterstriche und Dollarzeichen enthalten. Die Konvention sagt aber, dass man beides nur in seltenen Ausnahmefällen verwenden sollte. Einen dieser Ausnahmefälle sehen wir gleich. Eine feste Regel ist aber, dass das erste Zeichen keine Ziffer sein darf. Nach Konvention sollte das erste Zeichen also ein Groß- oder Kleinbuchstabe sein. Was ist aber mit Schlüsselwörtern? Die erfüllen ja auch die Regeln und Konventionen für Bezeichner, sind aber trotzdem nicht als Bezeichner möglich. Schlüsselwörter sind reserviert für ihre jeweilige spezifische Funktion. Hinzu kommen drei Wörter, die nicht Schlüsselwörter, sondern Literale und damit ebenfalls reserviert sind. Zu Literalen kommen wir später. Bei Bezeichnern wird strikt zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dies wäre ein gültiger Bezeichner, da das Schlüsselwort while aus Kleinbuchstaben besteht. Das wäre aus demselben Grund ein weiterer Bezeichner. Wegen der Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung sind das zwei verschiedene Bezeichner. Und noch ein dritter Bezeichner, ein vierter und ein fünfter. Was aber definitiv kein erlaubter Bezeichner ist, ist das Wort while ganz in Kleinbuchstaben, denn das ist das Schlüsselwort. Wir machen weiter mit den Konventionen für Bezeichner. Bei Bezeichnern für lokale Variable und Konstanten, Attribute und Parameter sowie für Methoden soll der allererste Buchstabe immer klein sein. Bei Klassen und Interfaces hingegen soll der allererste Buchstabe groß sein. Oft besteht ja ein Bezeichner aus mehreren Worten. Es ist sehr hilfreich zum Lesen und für das Verständnis, wenn die Worttrennung innerhalb eines Bezeichners deutlich zu erkennen ist. Als Konvention hat sich herausgebildet, dass im Innern eines Bezeichners der erste Buchstabe eines Wortes groß ist. Diese Konvention, dass mehrere Wörter zu einem Bezeichner zusammengefügt werden und jeder innere Wortanfang groß geschrieben wird, ist inzwischen auch anderswo in der Informatik und selbst außerhalb der Informatik recht verbreitet. Nun je ein Beispiel für jede Art von zu bezeichnenden Elementen. Die Namen sind selbsterklärend. Erstes Zeichen ein Kleinbuchstabe bei den einen. Erstes Zeichen ein Großbuchstabe bei den anderen. Und jeder Wortanfang im Innern ein Großbuchstabe. Es gibt eine wichtige Ausnahme von diesen allgemeinen Regeln, nämlich Attribute, die mit Static und Final deklariert sind, also Klassenkonstanten. Bezeichner für Klassenkonstanten bestehen nach Konvention nur aus Großbuchstaben, falls sinnvoll auch Ziffern. Wenn nun alle Buchstaben groß sind, kann man nicht mehr wie bei den bisherigen Bezeichnern Worttrennung innerhalb eines Bezeichners durch Großbuchstaben anzeigen. Dafür wird dann der Unterstrich verwendet. Vier Beispiele aus dem Video zu primitiven Datentypen. Nach Schlüsselwörtern und Bezeichnern kommen wir zu einer dritten Art von syntaktischen Bestandteilen, den Literalen.
Ein Literal ist ein wörtlich hingeschriebener Wert und hat daher einen Typ. Zum Beispiel ganzzahlige Literale. Diese sind immer vom Typ int. Das ist ein ganzzahliges Literal? Das ebenfalls. Das Vorzeichen plus ändert zwar nichts am Wert, kann aber zuweilen die Lesbarkeit erhöhen, zum Beispiel wenn man im Finanzbereich haben mit plus und soll mit minus kennzeichnet. Mit minus ist das dann natürlich ebenfalls ein ganzzahliges Literal. Jetzt Literale, die nicht ganze Zahlen darstellen. Diese sind immer vom Typ Double. Wie allgemein üblich in der angelsächsischen Welt, gibt es auch in Java kein Komma, sondern einen Dezimalpunkt zwischen dem ganzzahligen und dem nicht ganzzahligen Anteil. Geht natürlich auch wieder mit einem positiven bzw. mit einem negativen Vorzeichen. Wenn der ganzzahlige Anteil vor dem Dezimalpunkt 0 ist, darf diese 0 auch fehlen, dürfte aber selbstverständlich auch hingeschrieben werden. Auch hier wieder Vorzeichen möglich. Alternativ gibt es die sogenannte wissenschaftliche Notation. Damit bezeichnet man generell Zahlenangaben mit Exponenten. In Java sieht diese Notation so aus wie hier gezeigt. Der Wert dieses Literals ist 1,2 mal 10 hoch 34. Auch hier wieder positives oder negatives Vorzeichen möglich, bei jedem der beiden Bestandteile. Die nächste Art von Literalen sind Zeichen. Sehen Sie sich dazu auch das Video zu primitiven Datentypen an. Zeichenliterale sind vom Datentyp char und sind immer in einzelne Hochkommas gesetzt, zum Beispiel Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und beispielsweise auch Interpunktionszeichen. Spezielle Umschreibungen für ein paar Steuerzeichen wie hier Tabulator sowie für die Zeichen, die selbst zur Darstellung von Literalen verwendet werden, hier das Einzelhochkomma. Schlussendlich kann jedes Zeichen mit seiner Unicode-Nummer hexadezimal dargestellt werden. All das ist ausführlich im Video zu primitiven Datentypen erklärt. Nächste Art von Literalen, nicht mehr einzelne Zeichen, sondern Zeichenketten. Diese sind nicht mehr von einem primitiven Datentyp, sondern vom vordefinierten Klassentyp String. String-Literale werden im Gegensatz zu char-Literalen nicht in einzelne, sondern in doppelte Hochkommas gesetzt. Und sie können alles enthalten, was auch char-literal sein kann. Das ist das Ergebnis, wenn das zweite String-Literal beispielsweise auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Wir haben eben gesehen, wenn man einzelne Hochkommas nicht für die Umgrenzung von char-literalen verwenden, sondern wirklich einzelne Hochkommas ausgeben will, muss man jeweils einen Backslash voranstellen. Dasselbe beim Backslash selbst. Auch hier muss noch ein Backslash vorangestellt werden. Auch innerhalb eines String-Literals können Zeichen durch ihre Unicode-Nummer angesprochen werden. Und noch ein horizontaler Tabulatorschritt. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem Zeichen-Literal und einem String-Literal mit nur einem Zeichen. Links sehen Sie ein Zeichen-Literal vom Typ char, rechts sehen Sie einen String, der nur ein Zeichen umfasst. Auch leere Strings mit genau 0 Zeichen sind möglich. Es fehlen nur noch zwei Typen von Literalen. Datentyp Boolean hat zwei Literale, True und False. Und alle Klassen und Array-Typen haben ein Literal gemeinsam, den symbolischen Wert 0, den eine Variable von einem Klassen- oder Array-Typ hat, wenn sie nicht auf ein Objekt verweist. Damit verabschieden wir uns insgesamt von den Literalen und wenden uns einer anderen Art von syntaktischen Bestandteilen zu, den Klammern. Runde Klammerpaare umfassen zum Beispiel Parameterlisten oder auch den Zieltyp bei expliziter Konversion. Geschweifte Klammerpaare umfassen etwa Klassen- und Interface-Definitionen sowie Anweisungsblöcke. Und eckige Klammerpaare werden bei Arrays für verschiedene Zwecke verwendet. Wie auch im Video zu Abstraktionsebenen intensiv diskutiert, müssen Klammerpaare in bestimmter Relation zueinander stehen, damit das Ganze syntaktisch korrekt ist.
Entweder folgt ein Klammerpaar strikt nach dem anderen oder eines umfasst das andere. Eine weitere Art von syntaktischen Bestandteilen kommt in Ausdrücken vor. Das sind die Operatoren. Wir betrachten nicht alle Java-Operatoren, aber die meisten und wichtigsten. Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Operatoren und ihrem Gebrauch gibt es im Video zu primitiven Datentypen. Arithmetische Operationen für Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Modulorechnung. Positives und negatives Vorzeichen. Inkrement und Dekrement. Die Zuweisungsoperatoren. Die Vergleichsoperatoren. Und die Logikoperatoren. Noch eine Art von syntaktischen Bestandteilen, Kommentare. Es gibt drei Arten von Kommentaren. Die erste Art wird durch zwei Slashes eingeleitet und kommentiert alles aus von den zwei Slashes bis zum Ende der Zeile. Will man über mehrere Zeilen hinweg etwas auskommentieren, geht das von Slash Stern bis Stern Slash. Viele Formatierungsprogramme für Java-Quelltexte, insbesondere das Standardwerkzeug JavaDoc, interpretieren einen doppelten Stern nach dem Slash als Aufforderung, diesen Kommentar nach ihren Regeln zu formatieren. Schließlich noch eine letzte Art von syntaktischen Bestandteilen, die man auf dem Bildschirm oder auf einem Ausdruck nicht wirklich sieht, die aber zur Trennung anderer syntaktischer Bestandteile voneinander an manchen Stellen unerlässlich und an anderen Stellen für die Formatierung des Java-Quelltextes zumindest empfehlenswert sind. Auch hier betrachten wir nicht alles, was es in Java so gibt, aber das Wichtigste. Das Leerzeichen, englisch blank, ist natürlich ein Whitespace. Der Zeilenumbruch, englisch newline, ebenfalls. Letztes Beispiel für Whitespaces, wieder der horizontale Tabulator. Whitespaces sind austauschbar. Wo ein Whitespace in einem Java-Quelltext stehen darf, darf stattdessen auch ein anderes Whitespace stehen. Ob man etwa ein Leerzeichen oder vielleicht doch lieber einen Zeilenumbruch oder auch beides oder gleich mehrere an eine Stelle setzt, sollte man danach entscheiden, welche Möglichkeit die besser lesbare Formatierung ergibt. Dazu gibt es Konventionen, die im Video zu Design und Architektur eingeführt werden.